Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Life in the Woods oder was auch immer. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir uns mal einen neuen Namen einfallen. Also, ja, einen neuen Namen einfallen lassen, weil Life in the Woods ist es ja eigentlich nicht mehr. So gar nicht. Und so. Egal. Heute machen wir ein wenig bei der Schmiede weiter, oder nicht nur ein wenig. Ich würde sie gerne fertig bekommen, eventuell sogar. Dazu gucken wir uns erstmal kurz an, wie es denn eigentlich da aussieht. Wir haben in der letzten Folge hier den Boden komplett gemacht und das alles vorbereitet. Ich habe jetzt hier hinten noch die Säulen reingezogen, wo ja keine Seared Bricks hin müssen, damit wir die einfach sparen können und der Hohlraum trotzdem ausgefüllt ist. Ansonsten habe ich, wie gesagt, das Ding hatte ich eh angekündigt, noch kurz hier hinten hingestellt mit Spruce Wood, dass das erstmal weg ist vom Tisch. Und dann können wir jetzt eigentlich anfangen. Ich habe hier auch nochmal einen Haufen Grout gestartet, was hier gerade so nach und nach durchbrennt. Es wäre vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee, wenn wir da ein Auto-Crafting-Table hinstellen würden. Nee, ist doch eine schlechte Idee. Ist egal. Ich würde jetzt nur damit beginnen, die alte Schmiede noch abzubauen und rüberzuholen. Dazu müssen wir erstmal kurz die Betten hier wegmachen. Die können wir eigentlich dann auch mit rübernehmen. Das Ding kann schon mal mit. Das Ding kann schon mal mit. So, wir haben hier nämlich noch ein paar Sachen drin, die eigentlich noch raus müssen davor. Deswegen lassen wir die mal fix ab. Wobei, eigentlich ist es doof. Eigentlich kann ich das auch drin lassen und mir einfach... Nee, okay, ist egal. Zack. Jetzt ist nur die Frage, wie krieg ich das Resonant Ender da raus? Wir gucken gleich mal. Wir haben keine runde Form, gell? Das lässt sich ändern, indem wir, warte mal, die Betten stelle ich erstmal dahin, indem wir uns eine Enderperle mitnehmen, eine reicht, und zwei Goldbarren. Jetzt zwei. Gut. Während das passiert, wir wollen ja schließlich nichts verschwenden hier. Hier ist jetzt schon schön offen. Nehmen wir hier auch schon mal wieder so ein paar erste Sachen mit, die wir hier nicht mehr brauchen. Das ist eigentlich Zeug, was dann auch erstmal ins ME-System dürfte. Genauso wie das hier. Okay, die Dorfbewohner lassen wir erstmal so, wie sie ist. Das ist eine leere Strongbox. Die kann weg. Was haben wir hier noch? Das ist leer. Was haben wir hier? Oh, oh. Witch, Horse und Enderman. Nicht schlecht. So, wie sieht's aus? Gleich haben wir's. Alles klar. Das Ding kann mit, da sind so diverse Pattern drin, wenn ich das abbaue. Oh, bleiben die sogar drin. Sehr schön. Ja, jetzt werden wir langsam ein bisschen voll. So, das Gold nach unten. Das funktioniert nicht. Ach, komm schon. Na gut. Dann hat sich die Sache erledigt. Dann lassen wir das Gold ab. Ja, das wird nicht mehr voll, das ist aber auch nicht weiter schlimm. Okay. Ich würde sagen, wir laden mal ganz kurz das Zeug drüben in der Festung schon mal ab. Das kann zumindest rein. Alles, was wir jetzt gleich für die Schmiede brauchen, schmeiße ich schon mal hier rein. Der ist empty. Okay, das sind drei Sachen.
die wir dann gleich noch lernen müssen. Deswegen stelle ich die jetzt sogar mal ganz provokant hier einfach hin. So. Also die Enderperle kann noch rein. Und dann hüpfen wir gleich nochmal nach unten. Nehmen hier natürlich das Gold mit. Und dann würde ich sagen, fangen wir an, hier die Schmiede mitzunehmen. Genau so. Das Zeug nehmen wir natürlich auch noch mit. Achso, und nicht zu vergessen, das ganze Zeug hier. Alles klar. Schmiede ist abgebaut. Dann können wir die Schmiede hier jetzt gleich aufbauen. Das brauchen wir für die Schmiede. Das, 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 das eventuell auch. Das sowieso. Wir müssen uns noch irgendwie eine schöne Lavaproduktion für die Schmiede hinstellen. Und ich würde auch gerne noch ein paar Lavatanks oder sowas herstellen. Also jetzt holen wir uns erstmal kurz ein. Import Bus und Acceleration Cards. Zack. Und zack. Weiß nicht, wo brauchen wir Acceleration Cards? Hier schmeißen wir mal welche rein und da schmeißen wir die anderen rein und dann hat sich das. Oh, das geht fix. Okay, das ging echt fix. Der ist durch. Ist sehr schön. Dann können wir eigentlich noch hier Acceleration Cards reinwerfen. Der ist auch durch. Der ist auch durch. Ja, cool. Gut. Rein damit. Hatten wir jetzt noch was, was wir holen mussten? Ich glaube nicht. Gell? Oh, es sieht so leer aus. Eieiei. Okay, hier oben steht auch nichts Interessantes mehr. Über uns ist eigentlich auch nichts Interessantes. Okay. Dann haben wir jetzt tatsächlich das wichtigste Zeug eigentlich komplett drüben. Das kann man hier rein. Dann können wir anfangen, die Schmiede zu bauen. Dazu brauchen wir erstmal ein paar Bricks. Smeltery Controller. Hier haben wir noch Bricks. Gut. Hinten machen wir einfach komplett zu. Ach doch, die Lavaproduktion wollte ich noch rüberholen. Richtig. So, dasselbe können wir eigentlich bis hierher auch komplett durchziehen. Baue ich mich denn hier die ganze Zeit? Das ist ja furchtbar. Okay, die Bricks werden aber leider noch gar nicht mal reichen für hier. Fürchte ich. Jawohl, da brauchen wir noch welche. Ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel Bricks machen. Weil jetzt auch die Frage, warte mal, bei. Ich mache mal so rum. Add Tinker. Vorne hätte ich nämlich gerne eine fette Glasfront. Ich glaube, da brauchen wir das Clear Glass, oder? War das das Clear Glass? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder war das anderes Glas? Aber anderes Glas scheint es nicht zu geben. Es gibt nur das Clear Glass. Wenn ich mal noch Glass gucke, das sind nur die ganzen Facades. Chisel.
Ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur das Clear Glass. Ach, Seared hier. Heart of the Smeltery keeps any fluids it has when harvested. Okay, das ist das, was als Tank fungiert, wenn mich nicht alles täuscht. Das gibt's auch so nochmal. Ich glaube, wir können aber auch einfach das Clear Glass reinpacken. Das werden wir ausprobieren. Da sollten wir, glaube ich, sogar noch was haben, oder? Jo. Oh, das ist quite, halt, das ist quite Clear Glass. Brauchen wir das Seared Glass? Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich doof, da müssen wir die Smeltery sowieso erstmal so aufbauen, wie sie ist. Quarzglas. Pass auf, wir machen mal, das Seared Glass. Wo haben wir es denn? Window. Hier. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist zwischen dem und dem. Ich glaube, es reicht das Window. Egal. Wir machen jetzt eh erstmal der, warte, der Controller muss rein. Der Tank muss rein. Wo ist der Tank? Habe ich den schon? Wo ist der Tank? Da ist der Tank. Der ist hier Tank. Wir müssen eh mal gucken. Wie wir das mit der Lava-Fabrikation überhaupt machen. Warte mal, die Ecken hier hätten ja gar nichts gebraucht, oder? Die hätten gar nichts gebraucht. Meine Idee war jetzt nämlich, wir könnten die Lavaproduktion hier in den Keller verlegen. Und ich meine, so viel ist es ja nicht, was da gemacht wird. Da müssen wir nur gucken, wo der Tank ist. Denn jetzt ist die Frage, will ich den Tank denn sichtbar haben? Prinzipiell hätte ich jetzt gesagt, ja, ich weiß nicht, ich finde hier eine gute Stelle für einen Tank. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das ist scheiße. Das ist echt blöd. Weißt du warum? Ganz einfach deswegen, weil wir keine Mitte haben, wo ich den Controller reinpacken kann. Dann müsste man den Controller vielleicht doch hier reinbauen. Controller. Dann wären hier auf alle Fälle Bricks. Warte mal, wenn ich jetzt hier zuziehe. Warte mal, die brauchen wir gar nicht. Was mache ich denn? Was mache ich denn? So, wenn ich jetzt bis zu dem Level zuziehe, sollte das Ding eigentlich schon anspringen, oder? Nö. Warum nicht? Was fehlt? Die sind auf einem Level. Controller und Dingens müssen auf einem Level sein. Ich glaube, der mag es nicht, wenn er hier so am Eck sitzt, hä? Sag mal, gehen wir mal, packen wir mal dahin. Auch nicht. Was mache ich falsch? Ich habe einfach schon so lange keine Smeltery mehr aufgebaut. Das ist echt zum Heulen. So, wir machen erstmal kurz nochmal ein paar Bricks. Wo liegt der Fehler? Wo liegt der Fehler? Ich weiß es halt echt nicht. Darf so eine Seite nicht länger als 7 sein? Okay, ich gehe mal ganz kurz auf Fehlersuche, ja. Und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. Ja, so, scheinbar
Ich bin mir jetzt gerade selber noch ein bisschen unsicher. Das Internet sagt immer was anderes, aber scheinbar kann man nicht größer als 7 Blöcke bauen, das Ding. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ich hatte das doch aber schon größer. Natürlich hatte ich das größer. Wo genau liegt der Fehler? Ich weiß es halt gerade echt nicht. Wir haben eigentlich alles. Also was wir erstmal machen können, wir können hier erstmal uns nochmal Bricks sparen. Denn die Ecken müssen nicht rein. So viel steht schon mal fest. Da können wir gleich normale Bricks hinsetzen oder so. Theoretisch ist das jetzt nicht das Problem, ist nicht der Fehler, den wir gerade suchen, sondern das hilft uns jetzt einfach nur dabei, Blöcke zu sparen. Wir werden gleich sehen, was das Problem ist. Vielleicht ist wirklich das Problem, dass wir es nicht bis oben durchgezogen haben oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, werden wir gleich sehen. Ich hole nochmal ganz kurz normales Bricks. Zack. Die wir dann hier in die Ecken reinsetzen. Das war irgendwie doof. Okay, Moment. So. Zack, 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 zack. Nein. Zack, zack. Genau, hier kommt dann schon wieder der Painted Glowstone hin. Hier genauso. Nein, was mache ich denn? Da kommen nochmal die normalen Bricks rein. So, zack. Einfach nur als Lückenstopfer. Sehen tun wir sie eh nicht. Insofern ist uns das egal. So, zack. Hier machen wir dicht. Hier machen wir dicht. Hier machen wir dicht. Er läuft leider immer noch nicht. Warum, weiß ich immer noch nicht so ganz genau. Wir machen aber erstmal hier schnell fertig. Pass auf, hier geht es ja dann bis dahin. Okay, anspringen tut er aber immer noch nicht. Das ist ein höchst seltsames Verhalten. Vielleicht mag er den Tank am Eck nicht? Aber das ist doch eigentlich scheißegal. Okay, ich bin ratlos. Wir kürzen uns wirklich mal auf 7 ein. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit wir hier keine Kontaktstelle haben, machen wir mal die 2 Reihen weg. Und machen das hier mal kurz weg. So viel Aufwand für eine Schmiede, ey. Wahnsinn. Echt jetzt? Okay, na gut. Dann sind wir für heute jetzt aber trotzdem langsam erstmal fertig. Scheinbar können wir nur wirklich das Ding 7 Blöcke breit machen. Das ist äußerst schade. Aber hey, was soll's. Gut,
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich werde bis zur nächsten Folge die Schmiede jetzt noch ein bisschen schöner gestalten oder wie auch immer, ein bisschen ausbauen. Und dann, ja, sehen wir uns in, beziehungsweise zumindest das Zeug da rechts noch weghauen oder so. Mal gucken. Auf alle Fälle sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Bis dahin, haltet die Ohren steif.